So, hallo, wir machen weiter bei Jam 2. Letztes Mal haben wir den grünen Switch gedrückt und können damit in Cabin Fever jetzt einmal nach links gehen. Allerdings können wir das sogar, indem wir Dinge mitnehmen. Fällt mir gerade auf. Sollten wir das vielleicht tun? Theoretisch kann ich hier was mit reinnehmen. Will ich hier erstmal wieder alles... Ne, wir gucken erstmal, was kommt. Vielleicht ist es ja ganz anders. Ja, es gibt das mal wieder einen Außenabschnitt, wo alles gelöscht wird. Okay. Dann muss ich nichts mit reinnehmen. Dann passt es schon. Okay, damit haben wir jetzt neue Rätsel. Wir brauchen wieder einen grauen P-Switch. Ich hoffe, es wird kein Stundenpart. Schauen wir mal, was uns erwartet. Vielleicht lösen wir es ja auch ganz schnell. Wahrscheinlich. So, hier wäre ein Schlüssel gewesen. Ich habe jetzt den On-Off schon gedrückt, was natürlich schlecht ist mit Sicherheit. Lässt sich das nochmal rückgängig machen, wenn ich jetzt rein und raus gehe? Was habe ich dann? Okay, ich kann mir theoretisch drei Blöcke generieren. Es ist ja eine rote Tür, das heißt, ich kann auch drei Blöcke mit rausnehmen. Ob mir das was bringt oder nicht, sei mal dahingestellt. Im Moment geht es halt. So. Mehr kann ich hier jetzt eh nicht machen. So. Dann kann ich hier reingehen. Ich meine, jetzt gerade gucken wir uns eh erstmal um, ne? Hier sterbe ich, wenn ich durchlaufe, ja. Hier kann ich den On-Off sogar wieder zurückstellen. Also da kann ich eigentlich hin und her wursteln damit. Was ist hier jetzt alles? Das ist der Raum. Okay, hier den blauen Block reinschießen ist natürlich Quatsch. Der zerbricht einfach am anderen Ende. Die Bombe geht aber auch einfach hoch. Die ist jetzt ja gar nicht mehr im Weg. Aber warum sollte man da oben durch wollen? Hier ist dann wahrscheinlich der graue Switch drin. Wait, wir haben eine Tür noch gar nicht ausge... Ah, ich verstehe. Die Tür kann ich nur betreten, wenn ich den Schlüssel habe. Der ja hier ist. Jetzt aktuell käme ich an den Schlüssel ran, wenn ich den Noten... Wenn ich die Dings dann nicht auslöse. Die Shell. Wenn ich die Shell nicht auslösen würde, käme ich an den Notenblock ran. Ich müsste also irgendwie hier verhindern, dass ich, wenn ich hier hochgehe, dass in dem Moment der On-Off gedrückt wird. Oder ich müsste jetzt nochmal den On-Off drücken können. Das wäre auch eine Möglichkeit. Hm. Okay. Das heißt aber, bisher kann ich eigentlich nichts falsch gemacht haben, weil ich kann ja alles rückgängig machen und habe einfach drei Blöcke da. Ha. Ich frage mich, ob ich die Bombe auf irgendeine Art und Weise mitnehmen kann. Na, das hier bringt halt nichts. Da muss eine Shell durchschießen, und zwar mehrmals. Da müssen mehrere Shells durchschießen. Und dann den Block am Ende auslösen. Aber erstmal müssen wir überhaupt an die Schlüssel rankommen. Was ist auch immer, was auch immer missbringen soll, dass ich den hier kille. So rein gar nichts. Ha. Aber wie gesagt, bisher kann ich nichts falsch gemacht haben. Wie kann ich verhindern, dass der sich hier den Kopf stößt? Warum ist hier so eine Lücke? Was habe ich noch hier außen? Hier außen habe ich nichts. Na, hier außen habe ich wirklich gar nichts. Okay. Ich würde gerne die Bombe mitnehmen.
Die Bombe könnte ich halt mitnehmen, wenn ich irgendwie da so reinkomme, dass ich nicht sterbe. Es gibt ja aber keine Möglichkeit, groß zu werden bisher, also kann ich die Bombe aktuell meiner Meinung nach nicht mitnehmen. Hier kann ich überhaupt nichts machen. Die eine Münze da verstehe ich nicht. Vielleicht ist die, dann hat die dann eine Bedeutung, wenn der P-Switch mal aktiv ist. Ich muss aktuell in dem Raum irgendwas machen können. Aber ich weiß nicht, ich komme an den P-Switch so nicht ran. Und wenn ich hier hochspringe? Das ist ja Quatsch. So löse ich das ja direkt aus. Jetzt müsste ich nochmal den on-off drücken können. Kann ich aber nicht. Es gibt keine Chance, von hier aus den on-off nochmal zu drücken. Die gibt es einfach nicht. Und der Switch fällt hier auch nicht einfach durch. Das wird nie passieren. Hier kann ich das Drücken rückgängig machen. Aber, also, habe ich jetzt irgendwas am Anfang schon gemacht, was ich gerade nicht mehr rückgängig machen kann und habe es vergessen? Kann ja auch sein. Na, es kann ja sein, dass ich irgendwas komplett verdrängt habe, was ich getan habe und was jetzt nicht mehr zu retten ist an dem Punkt. Ich gehe mich mal umbringen und guck mal, ob irgendwas anders ist. Nee. Nee, also man betritt die Räume wirklich genauso. Unschuldig, wie sie waren. Wie soll ich jemals an den blauen Switch kommen? Da müsste ich ja hier stehen und jetzt müsste der on-off gedrückt werden. Wie geht das denn? Wie soll denn jetzt der on-off gedrückt werden? Nee, die Bombe kann den on-off nicht auslösen, wenn die da in der Lücke liegen würde. Nee. Das ist Schwachsinn. Aber irgendwas muss es mit dieser Lücke auf sich haben. Ich kann halt 3 blaue Blöcke mehr holen, aber... Wo geht's weiter? Es gibt ja keinen anderen Weg. Es gibt nur die 2 Räume. Wenn ich den da drauf lege, passiert auch nichts. Rein gar nichts. Jetzt müsste der on-off, aber geht nicht. Aus der Position kann er nicht gedrückt werden. Ich kann mir wieder den 3. Block holen, aber das nützt mir nicht wirklich was. Aber es muss mir irgendwas nützen. Ich weiß nur noch nicht was. Muss mal was testen. Wenn ich den Block jetzt nur auslöse, ist er dann auch schon unendlich? Oder nur, wenn ich durch eine Röhre mit ihm gehe?
Ah, der ist von Anfang an unendlich. Okay, das habe ich nicht gewusst. Damit hätte ich mir natürlich einiges vereinfacht das letzte Mal. Wenn ich das gecheckt hätte, ich dachte, der... Ah, ja, gut. Das war's komplett. Aber ich kann in dem Raum doch nichts anderes machen. Was soll ich in dem Raum machen können? Hier brauche ich einen P-Switch und Shells. Aber mehr wie eine, what the fuck? Ja, aber auch das haut doch schon wieder... keine Ahnung, über das machen wir uns später Gedanken. Da komme ich jetzt auf jeden Fall nicht weiter. Also, no way. Warum ist da so ein... Warum ist die so ein bisschen angehoben, die Bombe? Das habe ich auch nicht verstanden. So, ich kann die killen, aber... Was gewinne ich damit? Was passiert, wenn ich da einen dagegen pfeffe? Ja, toll. Ich bin komplett aufgeschmissen. Ich habe nicht einen sinnvollen Gedanken. Es wird mit der Zeit, wird es mir wieder einfallen, aber das wird jetzt dauern. Was heißt wieder einfallen? Was sehe ich nicht? Was kann ich nutzen, was ich nicht sehe? Bin ich dumm oder ist es wirklich schwierig? Wie könnte ich aus dieser Situation jetzt den On-Off auslösen? Der kann nur einmal gedrückt werden, danach liegt die Shell auf dem Block. Und ich kann auch nicht verhindern, dass der gedrückt wird. Mich zieht es auf jeden Fall bis da hoch. Mich zündet es auf jeden Fall hier rauf. Und danach habe ich keine Chance mehr, irgendwas umzustellen. Mit einem Yoshi kämpfe ich an den P-Switch, aber wir haben keinen Yoshi. Ich sehe in diesem Raum keine Möglichkeit, irgendwas zu tun. Es müsste einen Weg geben. Ich bin so... Nee, bin ich nicht. Nee, geht eben nicht. Nee, geht eben nicht. Ich dachte gerade was, aber... Ich sage euch, was ich sagen wollte. Es müsste einen Weg geben. Warte mal. Nee. Ich dachte vielleicht, wenn man die, dass sie nicht so stark ausgelöst wird, aber... Warte mal. Nur mal so von der Konstruktion her. Was passiert, wenn ich hier einen drauflege und den anderen da dagegen pfeffer? Okay, rein gar nichts. Lag der vielleicht noch nicht gut genug? Ne, es passiert einfach nichts.
meine, ich weiß jetzt, dass sie unendlich lange halten. Also das kann ich auf jeden Fall ausnutzen. Wait. Ich meine, es ist kompletter Blödsinn. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwas auslöst. Aber was passiert, wenn der da auf den P-Switch drauf fällt? Es dürfte faktisch nichts passieren, aber was passiert? Okay. Nichts. Wie erwartet, Mensch. Ich bin verzweifelt. Entweder ich kann die Shell irgendwie zerstören vorher oder den On-Off später nochmal auslösen. Das wäre jetzt die nächste Frage. Kann, wenn hier die Bombe drin wäre, in dieser Lücke, wenn hier die Bombe drin wäre, könnte die Dinge tun? Kann ich irgendwie da hoch, ohne den zu drücken? Wenn er halt schon gedrückt wäre. Aber ich kann ihn ja auch mit dem Block vorher nicht drücken, weil da löse ich ja genauso den On-Off aus. Also damit gewinne ich ja genau gar nichts. Ich verstehe es nicht. Ich kann auch nicht so in die Tür rein, ne? Das funktioniert nicht. Dafür brauche ich den Schlüssel. An die Bombe komme ich nicht ran. Da bin ich sofort tot. Und dann macht die halt einfach Boom. Und ist so bye. Was soll das bringen, da oben durchzugehen? Ich habe keinen Ansatz. Nichts. Ich habe nichts. Kann wieder duplizieren. War klar. Okay, das ist also in jedem Level drin, dieses Duplizierding. Kann ich die Explosion mitnehmen? Das ist total bescheuert, ich weiß es nicht. Nein, kann ich nicht. Wie kann ich die Bombe mitnehmen? Das wäre so die nächste Überlegung. Oh, warte, was passiert, wenn ich mit so einem Block da durchgehe? Dann kill ich den einfach. Ja, aber so jetzt halt überhaupt nichts gewonnen. Jetzt ist halt der On-Off schon ausgelöst. Na? Dadurch ist zwar der Block dann auch ausgelöst. Aber ich kann ihn halt jetzt nicht nochmal aus... Yo, Leute, ich bin lost. Ich habe keine Ahnung. Hier die Bombe rein, könnte ich mir halt vorstellen, dass die aus irgendeinem Grund den On-Off... Also eigentlich tut sie es nicht. Eigentlich löst sie den On-Off nicht aus. Aber eigentlich ist der Block ja auch... geht nach einer Zeit kaputt. Und das tut er ja hier auch jetzt nicht. Also die verhalten sich ja schon so ein bisschen anders, die Sachen. Ich weiß aber halt nicht, ob die Bombe dann mit dem interagieren kann oder nicht. Das, ich kann es mir irgendwo nicht vorstellen. Wenn der Block jetzt so bleiben würde, aber...
Ich habe keine Chance, den dann auch jetzt aus der Position irgendwie zu drücken. Das gibt's doch einfach nicht. Irgendwas sehe ich nicht. Irgendwas ganz Wichtiges sehe ich nicht. Hier außen kann ja auch nichts sein. Das wäre ja ganz merkwürdig. Nee. Also muss doch in dem Raum irgendein Fortschritt... In dem Raum muss irgendwas sein, was ich brauchen kann. Irgendwas. Außer den On-Off zu resetten. Ha. Es steht und fällt alles damit, dass dieser On-Off nicht ausgelöst werden darf. Ich muss da irgendwie hochkommen oder da durchkommen oder keine Ahnung. Also ich meine, wenn ich einen P-Switch hätte, würde mir das ja nicht mal was nützen. Was soll mir der P-Switch aktuell bringen? Das ist eigentlich im Moment nicht mein Ziel. Mein Ziel ist aktuell eigentlich der Schlüssel, glaube ich. Da wäre halt die Frage, kann ich den Block irgendwie auslösen, ohne dass die Shell da oben gegen den Dings knallt? Das wäre auch wieder mit der Bombe möglich. Also ich glaube, mit der Bombe könnte ich hier was reißen. Aber wie kriege ich die Bombe in die Hand? Wie kriege ich die Bombe in die Hand? Kann ich die in irgendeiner Situation in die Hand nehmen? Wenn die kurz vorm Explodieren ist oder so? Keine Ahnung. Eigentlich ja nicht. Doch! What? Oh mein Gott, seit wann geht das denn so? Mein Gott, okay. Okay. Verdammt. Ganz groß. Okay, Test 1. Das wird nicht funktionieren, sage ich gleich. Ich muss es testen. Gut. Dann muss ich das so machen, dass die hochfliegt und die Shell killt. Ich nehme hier den Schlüssel ran. Oh, Himmel, hilf! Die Bombe mitnehmen, wenn sie kurz vorm Explodieren. Oh. Achso, ich darf nur ein Item mit reinnehmen. Was kommt hier rein? Raus? Nix. Achso. Ja, wait. Okay. Wo komme ich jetzt raus? Hier. Jetzt habe ich eine Shell und eine Bombe.
Also hier komme ich maximal nur mit der Bombe und Shell raus. Was anderes kann ich hier nicht rausnehmen, würde ich mal sagen. Den blauen Block bekomme ich jederzeit. Der ist free. Der ist mehr oder weniger free. Okay, ich sehe, wie es weitergeht. Ich lege die Bombe jetzt hier ab. Schieß von hier oben die Shell runter. Warte. Das muss deutlich schneller gehen. Ich dachte, das muss noch einen Ticken schneller gehen. Jetzt haben wir einen P-Switch auch noch dabei. So. Ich glaube, ich verstehe den Rest. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube aber, ich verstehe den Rest. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, dass die Shells hier verschwinden. Ich kann die nicht mit der Shell abschießen. Ich brauche dafür die Bombe. Das aber bedeutet, ich muss hier kurz was ablegen, dass ich die mitnehmen kann. Und die Bombe müsste... Geht das? Ah, das kann ich beeinflussen. Never mind. So, und dann muss... Mit dem der verschwinden. Und jetzt muss ich mal gucken, was passiert, wenn ich die Bombe aktuell lade. Die geht in die falsche Richtung. Ah, die bewegt sich natürlich gar nicht mehr. Ah, shit. Ich habe falsch gedacht. Nein! Es passt. Die Bombe kann die hier killen, die Shells. Richtig? Richtig? Mach kaputt. Yes! Yes! So rum nämlich. Aber wahrscheinlich. Jetzt muss ich das nur noch timen. Ah, muss ich gar nicht. Nice. Oh, wow. Das war der einzige Schritt, war die Bombe. Das war das einzige, wo ich hängen geblieben bin. Dass ich nicht wusste, wie ich die Bombe bekommen kann. Halbe Stunde. Es ist keine Stunde geworden. Aber hätte ich diesen einen Schritt 20 Minuten schneller gecheckt... wären wir nach 10 Minuten fertig gewesen. Okay. Wo führt das jetzt hin? What the f... Was ist das denn? Ja, moin. Or how I learned to stop worrying and laugh. Ja, das gibt's dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.